Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. Ja, wir haben in der letzten Folge die letzten Ballen eingesammelt. Das war auch wieder fast ein kompletter Anhänger voll. Na, ein bisschen überraschend gewesen. Aber gut, dann können wir die natürlich jetzt auch ganz sauber zum Hof bringen. Und da müssen wir nur noch das Feld 13 ansehen und walzen. Und dann können wir schon in den nächsten Tag uns bewegen. Und wenn wir dann im nächsten Tag sind, können wir uns dann dem Baumwolle-Ernten widmen. Da brauchen wir dann natürlich nochmal ein paar mehr Baumwollpflücker. Aber das kommt dann alles Stück für Stück nach. Ah, theoretisch ja die 35 können wir doch eigentlich auch pflügen, oder? Die ist ja nicht gepflügt. Müssen wir ja theoretisch auch pflügen. Oder bin ich jetzt hier irgendwie falsch? Falsch hier informiert. Gut, der ist ja angekommen am Hof. Fahren wir erstmal die Ballen zum Einlagern. Und dann sind die nämlich hier schon mal weg. Opala. Ah, ein bisschen scharf um die Kurve gefahren. Aber alles gut. So. Ah, da bin ich jetzt auch wieder ein bisschen unsanft rumgefahren. Können wir gleich mal sehen, wie viel Ballen wir dann nur von den Feldern oder von Feld 45 bekommen haben. Das sind 750 Ballen und hier haben wir nochmal 87. 750 und 87 macht nach Adam Riese 837 Ballen. 837 Ballen. Das ist eine Hausnummer. Das ist echt eine Hausnummer. Also, puh. Respekt. Na gut. Aber dass wir da im, weitermachen können. Upsala. Jetzt habe ich es natürlich wieder nicht eingestellt. Müssen wir hier unten einmal ganz kurz den LKW hier wegstellen. So, das heißt, wir fahren einmal rum. Können dann die Ballen abladen. So. Genau so. Und die auch noch weg. Und was zeigt uns jetzt eigentlich der Kollege an? Er zeigt uns an, dass wir zwei unterschiedliche Ballentypen drin haben. Na, ist auch nicht schlecht. So. Einmal rum hier. Das ist natürlich wieder uns so rantasten. Dass wir nur den Ballen wegnehmen, wo das spawnt. Genau so. So können wir ihn erstmal stehen lassen. Unseren lieben Abfahrer. Ja gut, der kann natürlich schon zum Kalkwerk abladen fahren. Das passt doch. So. Einmal rum hier. Aber wieder Richtung Wartung. Natürlich einmal hinten anstellen. Der darf sich einmal hinten anstellen. Der hier ist nämlich fertig. P-Grastechnik. Auf Wiedersehen. Und jetzt darf man natürlich den LKW warten. Ah, der hat es auch mal verdient. Der hat es eben auch mal verdient, dass er hier eine Wartung bekommt. Wenn wir gerade die Zeit haben,
Dann können wir es natürlich auch machen. So. Das hier ist ja eben unser Roder. Den haben wir uns ja gekauft. Ich meine, das müsste ja Feld 50 sein hier oben. Jawohl. Schauen wir mal, ob der das überhaupt schafft, da hinzufahren. Let's go. Der darf da mal sich versuchen. Ah, da kommt ja schon der Steinesammler. Den übernehmen wir natürlich direkt. Und nicht, dass ich die da in die Quere komme. Ja, mit dem Baumwollpflücker. Ist der eine beim P-Gras-Technik angekommen? Das ist super. So, aber ich möchte hier nochmal um die 35 gucken, weil da haben wir ja theoretisch auch noch Zuckerrüben drauf gehabt. Die sind eben abgeerntet. Das ist eben abgeerntet. Das heißt, muss ja auch gepflügt werden, so wie die 36. Also haben wir doch nochmal ein paar Felder mehr. Klar, die 36. pH-Wert okay. Und die 35. pH-Wert gut. Aber 35, 36, ja, das waren zwei Früchte. Da haben wir ein bisschen Zeit. Da wollte ich doch, glaube ich, Lavendel, ja. Und Hopfen, ja. Genau, da wollte ich hier warten, bis ich wieder ein bisschen Kalk produziert habe. Also alles gut. So. Einmal die Ballenpresse hier rein. Dann können wir die andere das auch noch dazu stellen. Ja, irgendwie muss ich alles irgendwie in die Ding reinkriegen hier. Das ist echt Wahnsinn. Also irgendwie in die ganzen Hallen reinkriegen. Definitiv einfach zu viel Traktoren aktuell. Da sind wir jetzt knapp dran vorbeigefahren. An dem Pfosten. Aber gut. Wollte hier hoch zur Wartung. Bin jetzt echt mit beiden Deutze Ballen gepresst. Das läuft ja. Können wir den nämlich auch direkt wieder wegstellen, aber er wird natürlich erstmal auf Europaletten gestellt. Weil wir brauchen die Europaletten natürlich mehr wie jetzt Ballen. Das Ballenhandling ist es ja erstmal weitestgehend abgeschlossen. Dann kann der hier sich durchwarten. Das passt. Entschuldigung, war so ein Frosch im Hals. So. Und jetzt gucken, dass wir uns hier irgendwie rein manövrieren können. Aber sieht doch gut aus. Nicht abkoppeln. Ich wollte den Motor ausmachen. Ja klar, wer kennt es nicht, ne? Man will den Motor ausmachen, aber tut ihn immer automatisch abkoppeln. Warum auch immer. Jetzt haben wir hier erstmal ganz gemütlich den Mist noch geladen. Können wir den auch zur Wartung stellen. Das ist halt wieder schön aufräumen am Hof, ne? So. Super Sache. Können wir gleich mal schauen, ob unser Trecker dann schon hier vorne fertig ist. Wäre natürlich cool. Jawohl. Der ist fertig, das heißt, er darf dann auch zur P-Gras-Technik.
So. Und dann geht der hier natürlich auch rein und darf sich hier einmal durchwarten. Ganz kurz gucken, ja, das Gewicht geht auch runter, das ist auch super. Super klasse, den haben wir hier auch noch stehen. Komplett vergessen, dass ich den ja gerade laufen gelassen habe. Ich wäre auch gerade am Überlegen, ob ich den einfach angehangen lasse. Den Kollegen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Gö? Weil natürlich zieht die sich jetzt hier nichts mehr raus, ne? Natürlich zieht die sich hier erstmal nichts mehr raus. Warum auch soll sie sich? Könnte dann zu einfach sein. Na gut. Die Ballenpresse hier irgendwie rein manövrieren. Hätte ja fast geklappt. Aber nur fast. Oh. Ja, das sieht jetzt so aus wie bei meinen Verwandten auf dem Hof, ne? Einfach irgendwie alles reingestellt in die Halle. Hauptsache steht im Trockenen. Wenn man es braucht, muss man dann erstmal wieder so 10 Trillionen Sachen wegstellen. Und mir fällt gerade auf, ich habe den nicht getankt. Also, schauen wir mal, ob wir den jetzt hier vielleicht noch irgendwie mit tanken können. Können wir. Sehr gut. Und welchen Träger nehmen wir dann zum Walzen? Ach komm, wir nehmen hier mal einen neuen. Der darf ja auch mal ein bisschen arbeiten. Der Kollege. Aber das Vermehrungsgras ansehen müsste jetzt ja bald abgeschlossen sein. Also es dürfte eigentlich nicht mehr allzu lang dauern. Wunderbärchen. Ist doch wunderbar. Das sieht doch schön aus, das Gespann. Er hat auch relativ wenig Stunden bisher runter. Wir sehen hier auch, der ist jetzt gerade am Vorfahren. Also der ist jetzt gleich nur das Vorgewende vor sich. Und dann ist der hier nämlich durch. So, wir können uns natürlich wieder hier weiterhin um unsere Wartungen hier kümmern. Super Sache. Da hinten wird noch fleißig die Ballen weiter gepresst. Jetzt funktioniert das auch mit dem aus dem Anhänger ziehen. Ohne dass der LKW läuft. So, die beiden Deutz, der kleine und der große, natürlich nebeneinander, wie sie es gehört.
Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.